Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Und ich steckte mitten in einem Abenteuer. Fertig? Aber es ist nicht windig und auch nicht Nacht. Du musst so tun, als ob. Alle Kinder überqueren sicher den ausgedachten Fluss. Hurra! Gut gemacht, meine kleinen Abenteurer! Und was kommt jetzt, Opi-Mümmel? Euer nächstes Abenteuer ist, euch über diesen Sumpf zu schwingen. Der ist voller Krokodile. Ah! Ich sehe hier keine Krokodile. Du musst so tun, als ob. Zeigt diesen Krokodilen, wer hier das Sagen hat. Weg mit euch, ihr fiesen Krokodile. So ist es richtig. Bist du schon mal über so einen Sumpf geschwungen? Natürlich bin ich das. Hattest du Angst? Die Krokodile hat mehr Angst vor mir. Fertig? Vergesst nicht den Schrei. Alle haben den ausgedachten Sumpf sicher überquert. Gut gemacht. Was kommt jetzt für ein Abenteuer? Das hier ist eine Höhle. Große Sportler springen da drüber. Etwa so. Oh. Aber ihr könnt auch so tun, als ob es ein Dinosaurier ist und durch seine Beine krabbelt. Bist du schon mal einem Dinosaurier durch die Beine gekrabbelt, Opi-Mümmel? Oh ja, einmal als ich gerade im Dschungel spazieren ging, bin ich mitten in der Dinosaurierwelt gelandet. Das war's! Ihr habt's geschafft! Ihr seid raus aus dem Dschungel! Hurra! Schorsch spielt im Kinderzimmer mit seiner Rakete. Schorsch, ich lerne gerade, wie man pfeift. Man muss ein O mit seinem Mund machen und dann pusten. Macht nichts, Schorsch. Das ist nämlich fast unmöglich, genauso wie mit den Ohren zu wackeln. Schorsch kann mit den Ohren wackeln. Pfeifen ist noch schwerer. Schorsch kann pfeifen. Oh. Was ist los, Peppa? Ich kann nicht pfeifen, aber alle anderen können das. Mach doch nichts. Ich backe gerade Plätzchen. Möchtest du den Löffel ablecken? Nein, danke, Mama. Ich möchte lieber bei Luzi Locker anrufen. Na klar, Peppa. Guten Tag, Frau Wutz. Guten Tag, Frau Locke. Peppa möchte gern mit Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Was machst du gerade? Ich lerne, wie man pfeift, aber ich kriege es immer noch nicht hin. Das klingt schwierig. Es ist unmöglich. Kannst du pfeifen, Luzi? Nein. Oh, gut. Ich meine, es ist schade, dass du nicht pfeifen kannst. Aber gut, weil ich auch nicht pfeifen kann. Was ist Pfeifen überhaupt? Man muss mit dem Mund ein O machen und dann pusten. Etwa so? Hallo, Peppa. Die Plätzchen sind fertig. Oh, lecker. Plätzchen. Die sind heiß. Puste lieber erstmal. Au. Willst du nicht auch ein Plätzchen, Peppa? Nein, danke, Mama. Ich glaube, ich gehe lieber nach draußen und habe mal eine Weile meine Ruhe. Seht ihr wohl? Das Fliegen ist wichtig für Hini, damit er in Form bleibt. Wer kann mir nur sagen, was Hini noch braucht, um fit und gesund zu bleiben? Er muss was essen. Ja. Er muss was trinken. Das stimmt. Er muss auch ein bisschen atmen. Ja, sehr gut. Er muss auch schlafen. Ausgezeichnet. Entschuldigung, Madame Gazelle. Ich hab verschlafen. Oh, Pedro. Du schläfst wirklich gern. Ja, Madame Gazelle. Ich habe hier ein Haustier, das schläft auch gerne. Das ist eine Schildkröte. Das ist Knirpsi, die Schildkröte. Hallo, Knirpsi. Knirpsi hat den ganzen Winter hindurch fest geschlafen. Oh.
Wozu hat sie dieses Schalendings da auf dem Rücken? Diese Schale ist ihr Zuhause. Da versteckt sie sich, wenn sie Angst hat. Magst du die denn wohl mal streicheln? Ja, bitte. Hab keine Angst, Knirpsi. Wie alt ist Knirpsi? Knirpsi ist 33. Das ist so alt wie meine Mama. Und manche Schildkröten werden über 100 Jahre alt. Das ist so alt wie mein Opa. Warum ist sie so langsam? Sie muss ihr ganzes Haus mit sich rumschleppen. Dr. Hamster, ich glaube, Knirpsi will gerade weglaufen. Die kommt nicht weit. Dafür ist sie zu langsam. Kenners, ich habe noch jemanden, den ich euch zeigen will. Claudia. Ach, Schorsch, du sagst aber auch immer Dinosaurier. Oh, das ist ein Dinosaurier. Oh. Das ist kein Dinosaurier, das ist Ella, die Eidechse. Hallo, Ella. Die hat Schuppen wie ein Drache. Kann sie auch Feuer spucken? Nein, aber sie hat eine sehr, sehr lange Zunge. Hallo? Papa Wutz, kannst du alleine heimfahren? Frau Mümmel bringt uns jetzt nach Hause. Ist gut. Papa, Papa, wir sind geflogen, rauf und runter und rundherum. Oh, so schade, dass ich das verpasst habe. Wir sehen uns zu Hause. Wo kommt das Rohr denn her? Ich weiß, ich nehme eine Abkürzung. Das ist ein bisschen matschig. Komm schon, Auto. Papa Wutz muss doch nach Hause. Papa Wutz steckt fest. Ich rufe Opa Kleff mit seinem Abschleppwagen. Hallo? Opa Kleffs Abschleppdienst. Ich stecke im Schlamm. Können Sie kommen und mich rausziehen, bitte? Tut mir leid, Papa Wutz. Ich kümmere mich gerade um ein großes Eisenrohr. Das hat so ein Verrückter auf der Straße liegen lassen. Ich leite Sie weiter an den nächsten Rettungsdienst. Hallo? Hier Feuerwehr. Ich stecke im Schlamm fest. Können Sie mich bitte rausziehen? Tut mir leid, Papa Wutz. Ich rette gerade eine Schildkröte, die auf einem Baum festsitzt. Komm runter, Knirpsi. Ich weiß wirklich nicht, warum du so gerne kletterst. Du bist so eine Schildkröte. Keine Sorge, Papa Wutz. Ich leite Sie weiter zum höchsten Rettungsdienst, den wir haben. Was ist das für ein Lärm? Oh, ich fliege. Frau Mümmels Hubschrauber hat Papa Wutz gerettet. Hurra! So ein Glück. Jetzt kriegt Papa doch noch einen Hubschrauberflug. Sollen wir ihm zeigen, was der Hubschrauber alles kann? Ja! Er fliegt gerade nach oben. Und auch gerade wieder runter. Er kann sogar Loopings fliegen. Hier ist dein Geschenk, Papa Wutz. Socken. Und ich habe Socken. 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 Also, dann ist das letzte Geschenk bestimmt für... mich. Ich habe mir eine Puppe gewünscht, die läuft und spricht und die Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. Oh, Vogelfutter? Vogelfutter? Das Geschenk ist für Polly Piepmatz. Aber das war doch das letzte. Der Weihnachtsmann hat mich vergessen. Hallo? Darf ich bitte mal mit Peppa sprechen? Peppa, Luzi Locke für dich. Hallo, Luzi. Hast du deine Puppe bekommen? Nein. Ich habe eine. Sie weint und lacht und schließt ihre Augen und sie kann alles. Der Weihnachtsmann hat dir meine Puppe gebracht. Nein, auf dem Schild steht für Luzi Locke. Dann hat der Weihnachtsmann mich wirklich vergessen. Ho, ho, ho. Der Weihnachtsmann ist auf dem Weg nach Hause. Jetzt ist das letzte Geschenk in diesem Jahr auch verteilt. Oh, was ist denn da ganz unten in meinem Sack? Der Weihnachtsmann hat dich bestimmt nicht vergessen. Ich war doch ein liebes Schweinchen, oder? Ho, ho, ho. Weihnachtsmann! Hallo.
Er ist durch den Kamin gerutscht. Na, was denn sonst, Oma? Hier ist dein Geschenk, Peppa. Entschuldige bitte die Verspätung. Meine Puppe! Danke, Weihnachtsmann. Möchten Sie etwas Weihnachtspudding? Schorsch und ich haben ihn gerührt und uns was gewünscht. Mmh, lecker. Ich habe mir gewünscht, dass uns der Weihnachtsmann an Weihnachten besuchen kommt. Und so war's. Ho, ho, ho. Mama, kann ich bitte ein paar Kekse für meine Freunde haben? Natürlich. Nimm sie dir. Danke, Mama. Luzi Locke kommt mit den Keksen zurück. Hurra! Psst. Hurra! Hat dich irgendjemand gesehen? Nein. Also nur ein Erwachsener. Achtung. Möchtet ihr vielleicht einen Saft trinken zu euren Keksen? Welche Kekse? Die Kekse, die ich dir gerade gegeben habe. Oh, Luzi! Was ist denn passiert? Wir haben einen Geheimclub und da machen wir geheime Sachen. Und Luzi hatte eine Geheimmission. Oh, darf ich bitte auch in euren Geheimclub? Bitte! Ich wollte schon immer in einem Geheimclub sein. Da wird man nicht so einfach aufgenommen. Sie müssen erst das Geheimwort sagen. Und welches? Pieksenadelnudel. Pieksenadelnudel? Sie sind drin. Alles klar. Und was kommt jetzt? Pass auf. Da kommt Papa Wutz. Sie reden mit meinem Papa. Aber verrat ihm ja nichts von unserem Geheimclub. Hallo. Oh, Frau Locke, da sind Sie ja. Wie steht's? Geheimclub. Oh nein. Oh, ich wollte schon immer in einen Geheimclub. Darf ich mitmachen, bitte? Das geht nicht, Papa. Du bist doch schon erwachsen. Meine Mama ist auch erwachsen. Aber zuerst sagst du uns das geheime Wort. Welches? Papadiddle-Dudle-Damm. Papadiddle-Dudle-Damm? Du bist drin. Und was mache ich jetzt? Achtung! Da kommt Mama Wutz. Du verfolgst Mama. Aber ganz geheim. Papa Wutz? Ah, hallo Mama Wutz. Was machst du denn da in dem Busch? Geheimclub? Oh,